Willkommen zurück zu Final Fantasy 7 Remake. Ich bin da für geboren, wir. Jetzt mal hier hoch. Was, wenn wir jetzt einfach jetzt hier runterspringen? Oder der Feuertreppe? Die Forschungsabteilung ist ganz oben, oder? Feuertreppe? Wir nehmen natürlich den Fahrstuhl. Und, ah, lol. Lift runtergehen darf ich nicht. Oh, lol. Guck mal, der wird sogar extra langsamer. Okay. Einfach nochmal fürs Feeling, Leute. Geil, oder? Merkt ihr schon die Vibes? Oh, der Rollstuhl-Simulator. Krass heftig. Die hängen sich immer nur so. Irgendwas ist verkehrt mit dir. Okay, komm. Kommt schon, Leute. Stellt euch auf die Rolltreppe. Rollt mit mir. Hm, tiefer, was hast du? Gefällt dir nicht diese tolle Rolltreppe? Dann können wir uns mal hier schon die Gegend angucken. Ja. Heftig. Oh, ein schönes Bike. Kommen wir lang? Oh. Eine Schlüsselkarte. Ja, wie so ein bisschen das Berg aus Advanced Children, glaube ich, oder? Bin ich das nur? Ich brauche mir auch eine Schlüsselkarte. Tja, Cloud, hättest du mal eine Schlüsselkarte. Ohne Schlüssel kommen wir wohl nicht drauf. Hier werden anscheinend Schlüsselkarten benutzt. Ich glaube, ich habe irgendwo eine gesehen. Irgendwo. Ja, die wollten so zurück zu. Nur wie? Kommen wir ran. Vielleicht geht's ja von oben. Guck mal. Wenn man sich die Lampen entlang hangelt, geht's vielleicht. Also mich tragen die nicht. Ich versuch's mal. Von uns dreien bin ich schließlich am leichtesten. Oha. Hier in der Zwischenzeit wache. Oh, ich darf tiefer spielen. Ja. Lebenstraum wird wahr. Ich bin es tiefer. Kann ich mir selber unter den Rock gucken. Hier zu sehen gibt es nun leider nichts. Oh, dann let's go. Komm tiefer. Okay, ich versuch mal mein Glück. Fall bloß nicht runter. Wird schon schief gehen. Ja. Was? Einfach nur langwierig und nervig gemacht. Nichts mit Schwingen oder so. War nix. Klar. Bist du okay? Hab ich mich erschreckt? Ja, weil es war überhaupt nicht zu sehen, ne? Ja, darf ich mich jetzt bewegen oder? Hey. Okay. Wirkte sehr merkwürdig. Ah. Ich wusste natürlich, dass hier unten Kisten sind. Deswegen mach ich ja die ganze Chose hier. Oh. Ich bin ein schlauer Bub. Das hier. Skate. Nach Neverland. Oh. Hauptsache, die haben so Oldschool-Retro-Scheiß hier schon stehen. Hauptsache, eines ihrer Bikes haben sie eingemottet. Warum auch immer. Ich kann auf den Autos drauf. Was bringt's mir? Nein, vielleicht? Ne.
ich muss dahin, okay. Und spielerisch. Achso, ich muss so hier lang. Kann ich denn hier machen? Ach, da komme ich zurück. Ist da. Okay. Tiefer bei Mission Impossible. Wer ja, vor seinem unter den Arm rasiert ist. Dann gibt mir jetzt auch was Gutes, ne? Egerhandschuhe. Hm. Zu tiefer. Was haben wir denn? 100. So. Blattschaden. Es ist sogar pink. Und hier noch. Was Gutes für tiefer? Nö. Na hier. Ne. Okay. Ja, gut, die Waffen müssten erstmal upgraden, aber. Haben wir dazu Bock gerade? Ne. Ich jetzt habe eine Kacke, wenn es jetzt wieder zurückhangen müssen, anstatt dass es einfach runterspringt. Das wäre deutlich kürzer. Ich schaue schon, dass das Ding hier nicht mal irgendwie ein bisschen zappelt oder so. Gar nichts. Das wäre tiefer kein Gewicht, ey. Sagt viel über tiefer aus, ne? Eine Kraftprobe? Na, da bin ich doch dabei. Ist das so als Kraftprobe an? Willi? Das geht also doch, okay. So, ich dachte nicht, dass wir hier so rumhangeln können. So. Ah, okay, ich verstehe. Ja, so ein Darm tiefer. Und dann wahrscheinlich hier lang. Ist überhaupt nicht auf lang gezogen oder so? Nee, gar nicht. Es gibt auch keinen Alternativweg oder so, wenn man einfach eingesperrt ist. Von seinen Bewegungen her. Nicht aufgeben. Nicht mal tiefer. Jetzt heißt es durchhalten. Nur noch ein Stück. Das ist wahrscheinlich das hier, was versteckt ist. Ja. Dann für eine Aktion. So, hier das Stück wäre zu kurz gewesen. So. Okay. Stehe ich. Gleich ist geschafft. Freut euch auf meinen Abschlusssprung. Na gut. Also die ganze Chance noch mal jetzt. Selbe Spiel jetzt die ganze Zeit, oder wie? Ich brauche gerade übrigens gar nichts drücken, fällt mir auf. Na doch, jetzt haben wir was. Aber nach vorne drücken muss ich. Hoffe, ich kann sich jetzt an den Dingern festhalten. Quicktime Event machen, okay. Und geschafft. Geschafft, yay. Du Meisterdiebin. Oh. So kann man die Barriere vielleicht ausschalten. Hä? Hat funktioniert. Was schreiten, sie hat nichts gemacht. Gemacht? Na, auch gut. Tiefer,
Kannst du gucken, wo die Forschungsabteilung ist? Klar, einen Moment bitte. Bingo! Das Labor von Professor Hojo, Etage 65. Per Aufzug oder Treppe kommt man aber nur bis zum Himmelsfoyer in Etage 59. Wer weiter hoch will, muss sich erst am Empfang im Himmelsfoyer akkreditieren lassen. Dann schauen wir da mal vorbei. Hm. Aber ist nicht aufgefallen, dass... Es ist nicht... Es ist völlig egal, dass jetzt alles ausgegangen ist hier. Okay. Hinterfragt das nicht weiter. Ein Stück. Okay. Ja. Oder hier. Ist egal, wo ich nicht will. Ja, hier. So. Gehen wir doch auf. Okay. Muss das sein? Besser, als mit der Tür ins Haus zu fallen. Ja, ja, ist schon klar, aber... Aber? Was aber? Sind doch bloß ein paar Treppen. Ein echter Klacks. Das ist kein Rennen, okay? Wer ihr hetzt? Okay, kann ich mich schon umentscheiden? Warum eigentlich jetzt so eine Art Fischei-Optik hier? Wie hättest du die Optik geändert, da meine ich das nur. Wie es oben wohl aussieht? Sicher besser bewacht. Da oben sind wichtige Einrichtungen. Die werden ein leichtes Spiel mit uns haben, wenn wir keuchend da ankommen. Wir müssen uns unsere Kräfte gut einteilen. Können wir langsam mal eine Pause machen? Yes. Aber Abseil läuft von vorne. Das ist schon im 10. Wollen wir es nicht aufgeben? Ihr könnt es auch auf mich schieben. Geht dir etwa die Puste aus? Und wovon träumst du sonst so? Nein, ne. Oh, könnt ihr den Warte. Quatsch bitte lassen? Vom Streiten werden die Stufen auch nicht weniger. Tifa, ich wollte doch nur... Deine Ausreden kannst du dir für oben aufheben. Okay. Soll ich eins auf 59 Stockwerke hochlaufen? Ich krieg dafür noch eine Belohnung, ey. Die motivierende Musik haben wir ja schon mal. Ist ja Arbeit. Da soll es jetzt die Erschöpfung von Jungs darstellen, ja, und Mädels. Die dann noch so langsam sind. Achso, das sind Stockwerke. Zum Glück! Kletter ich gerne. Cloud, kümmere dich um Barrett. Ja. Hm? Ich kann dich nicht hören. Barrett, kannst vorne. Du mir überlassen. Sorry, Kumpel. Dann schieb mal ein bisschen. Nö. Vergiss es. Alles klar. Wir müssen ernsthaft die 59 Stockwerke. Lauf nicht davon! Komm schon, Barrett. Tiefer läuft er sogar schon weg. Hey, ihr beiden, wo bleibt ihr? Yo! Sind ganz nah an dir dran! Mhm. Mit Plan. Muss ein Treppenhoch sein oder so? Ein Treppenhoch? Ja, ja, schon klar. Oh Junge, wir haben gerade mal die Hälfte, ne?
ein bisschen mehr als die Hälfte. Los! Lauf nicht davon! Warum bleibst du nicht stehen? Ja, ein bisschen. Aber geht schon wieder. Das hätte lange genug warten können, ne? Okay, Barrett ist verrückt. Das müssen wir natürlich verhindern. Los! Wow, was für eine spannende Mission. Ich weiß, dass ich wirklich 59 Stockwerke hochlaufen muss. Öff. Weltraumforschung, ja, schön. Wir kriegen am Ende nicht irgendwie noch eine Waffe, Pisten, etc. Wie weit geht diese Scheißtreppe eigentlich noch? Ja, 17 Stockwerke noch. Boah, Junge. Was für ein Witz, Tiefer. Mann, Cloud. Das war jetzt selbst für dich zu krass. Sollte ein Witz sein. Ihr zwei Dieben. Echt mehr. Das, Cloud, der bildet gerade das Schlusslicht, ne? Du bist plötzlich viel schneller als du geworden. Ich darf nicht. Minikarte. Dieser Weg zieht sich echt endlos. Aber wenigstens braucht man nicht kämpfen. Soll ich kommen entscheiden, ob ich Panzerkompass haben will oder lieber die Karte? Lass es bitte. Okay. Wieso? Stockwerk 50, Sicherheitsbehörde. Ja, klopf lieber dreimal auf Holz. Aha. Weißt du mir deinen Kopf? Oh, dieses Bisses. Halt so, okay, wir gehen wieder runter. Nur noch über den Aufzug. Ja, sieht fertig aus. Was ist los? So, wir sind 53, noch 6 Stück. Und Cloud wird immer langsamer. Komm schon, Cloud, zieh, beweg dich. Mach irgendwas. Komm schon, Cloud, zieh. Es reicht! Ich dreh jetzt um! Ja, dreh um, komm. Will es sehen. Am besten vom letzten Stockwerk. Du willst die ganzen Stufen wieder runterlaufen? Das ist leichter als hoch. Und so haben wir Barrett überholt. Fast da. Ja, geht's auch nicht, okay. Warte auf uns. Ja,
Ich glaube, wir sind da. Geschafft. Jetzt wird es ernst. Gut. Los geht's. Siebzig, achtzig, neunzig, hundert, hundertzehn. Makrodichte erreicht kritisches Ausmaß. Initiiere die Kühlung mit Frostmaterie. Mit Verlaub, Zeit für ein Meeting. Mit Verlaub. Wage es nicht, mich in diesem wichtigen Moment zu stören. Makrodichte und Materia im stabilen Bereich. Der Materia-Kern nimmt an Masse zu. Zeig mir mal, was in dir steckt, mein Schatz. Oh, verzeichne Anomalien. Wir gehen. Grenzwerte überschritten, weiter steigen. Die Lösung beginnt sich zu kristallisieren. Kontrolle verloren. Verdammt, wir werden alle... Wischt hinterher alles schön auf. Himmelsfoyer, hm? Ist in der Tat ziemlich himmlisch hier. Suchen wir den Empfang. Was ist denn mit der Ollen los? What the fuck? Okay, ich mach einfach einen Tester. Die gehen alle drauf, okay. Ich gehe einfach. Cooler Auftritt, aber. Ja. So, aber es fliegt. Den abgetrennten Sektor kommen wir hier aus nicht sehen. Okay. Gut, dann sagen wir uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.